Julian Alvarez verlässt wohl Manchester City für mehr als 80 Millionen Euro. Eine Einigung, die steht kurz bevor. Darüber sprechen wir gleich. Zudem Aussage gegen Aussage. Verwirrung rund um den FC Bayern München und Louis van Gaal. Was ist da wirklich vorgefallen? Eine Transferentscheidung bei João Felix wurde getroffen. Und wir sprechen über Angebote für Ilkay Gündogan. Das und mehr Themen jetzt gleich hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch keine News mehr rund um die Fußballwelt zu verpassen. Keine Bundesliga-News zu verpassen, checkt mein Instagram ab, buddy-insight, für noch mehr New. Ja, aber damit gehen wir doch rein in das erste Thema. Julian Alvarez steht wohl kurz vor einem Wechsel von Manchester City weg. The Athletic berichtet es gibt wohl eine Einigung im Transferpoker rund um den Argentinier und es wird nicht der FC Arsenal, nee, die waren ja auch sehr, sehr stark an ihm interessiert. Nein, es werden wohl die Rojo Blancos Atletico Madrid. Sie sind wohl bereit, tatsächlich 80 Millionen Euro zu zahlen, genauer gesagt 81,6 Millionen Euro. Zuvor hatte die Daily Mail noch von einem möglichen Tauschdeal berichtet. Die Rojo Blancos haben im Gegenzug die Dienste von João Felix angeboten. Das wollte man aber wohl tatsächlich jetzt bei Manchester City nicht machen. Nein, da hat man sich jetzt dafür entschieden, dass man wohl gerne nur Alvarez abgeben würde. Und Arsenal, die gucken wohl in die Röhre, genauso wie eben Paris Saint-Germain. Sie haben wohl Alvarez selbst auch ein Vertragsangebot abgegeben. Die Transfergespräche wurden auch schon geführt, aber die Offerte aus Paris ist in Manchester nicht so richtig gut angekommen und scheint jetzt auch obsolet zu sein, weil ein Wechsel zu Atletico Madrid wohl kurz bevorsteht. Und das ist der nächste Top-Transfer, den wir in diesem Sommer sehen. Julian Alvarez, muss man ganz klar sagen, der 24-jährige Argentinier, der hat super Werte, der bringt einiges mit. Ist jetzt nicht der Kopfballstärkste, ist auch nicht der Größte, aber was der schon so alles auf Parkett gezaubert hat und ich glaube, wenn der Junge mal die volle Spielzeit bekommt, denn aktuell, da musste er sich ja eigentlich immer mit eben Erling Haaland teilen und trotzdem hat er immer wieder gezeigt, dass er trotzdem für das ein oder andere Türchen mal gut ist. Wenn er das dann in der nächsten Saison als Top-Stürmer zeigen kann, bei einem Club wie eben Atletico Madrid, ja, da bin ich mal sehr gespannt, wo es dann mit den Scorerpunkten so für ihn hingehen kann in der Premier League. Da hat er ja immer mal an die 20 Scorer gekratzt. Ich bin mal gespannt. Diese Zahlen erwarte ich aber tatsächlich auch von ihm bei Atletico Madrid und ich finde 80 Millionen Euro ist ein echt guter Preis. Er hat noch 4 Jahre Vertrag. Dementsprechend ein guter Deal für alle Seiten. Ein guter Deal für alle Seiten wäre auch fast eben die Anstellung von Louis van Gaal bei den Bayern geworden. Das wurde dann aber nichts. Und jetzt hatte er sich so ein bisschen ja, bei RTL geäußert und er sagte, ich wurde sogar vor Company von Bayern angefragt. Und das hat der Bayern-Sportvorstand Max Eberl direkt mal gekontert. Der sagte, also ich habe ihn nicht gefragt. Also so ein bisschen Verwirrung herrscht. Louis van Gaal wurde definitiv wohl als einer der Trainerkandidaten gehandelt. Wie konkret es dann tatsächlich wurde, das ist eben nicht klar. Ob es da wirklich eine Anfrage gab, das ist weiterhin offen. Das Engagement kam auf jeden Fall nicht zustande. Er ist nicht nochmal zum FC Bayern München gewechselt und dementsprechend können wir jetzt lange darüber reden, aber letztendlich bringen uns diese Aussagen nichts mehr weiter. Ja, bei João Felix, da können wir auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Es ist wohl so, dass eine Transferentscheidung auch bei ihm gefallen ist. Man würde ihn wohl gerne bei Benfica Lissabon zurückholen. Das wird allerdings nichts, denn man möchte nicht so viel zahlen, wie eben von seinem Club Atletico Madrid verlangt wird. Dementsprechend bleibt weiterhin tatsächlich die Zukunft von João Felix offen. Es wird nicht Benfica Lissabon, es wird nicht Aston Villa, es wird wohl auch tatsächlich nicht Manchester City. Mal gucken, welcher Club dann jetzt noch Interesse an João Felix zeigt, dass er weiter bei Atletico Madrid spielt. Das wage ich erstmal zu bezweifeln. Wir bleiben weiter am Thema dran und mal gucken, was da jetzt noch so in den nächsten Tagen, Wochen passieren wird. Eine schlechte Nachricht, die gibt es für den deutschen Meister, für Ezequiel Palacios, denn der wird wohl nicht zum Saisonstart der Bundesliga mit dabei sein. Wie bei Leverkusen jetzt mitgeteilt hat, ist er jetzt erstmal am Knie operiert worden. Genauer gesagt wohl am Innenmeniskus. Also ich glaube, der war nicht gerissen, da gab es aber irgendwelche Probleme. Ich kenne das so aus dem Privaten, da gibt es das auch mal, dass so ein Meniskus mal geglättet wird, dass der einfach ein bisschen flüssiger läuft und eben nicht reißt. Er wurde auf jeden Fall jetzt am Meniskus operiert im rechten Knie und wird deshalb wohl erstmal längerfristig ausfallen. Seine Reha wird er jetzt antreten und dann wird er wohl erst Anfang September verfügbar sein, beziehungsweise dann erst wieder aktiv ins Spielgeschehen mit eingreifen können. Mal gucken. Ich denke aber mit Robert Andrich hat man da mal direkt eine Alternative im Mittelfeld. Der hat es ja auch in der letzten Saison und auch bei der deutschen Nationalmannschaft super gemacht. Dementsprechend ist das für mich gar keine so große Verschlechterung. Eure Meinung wie immer dazu auch gerne mal in die Kommentare. Und dann sprechen wir kurz über Mats Hummels. Mats Hummels, der soll jetzt tatsächlich dem FC Bologna abgesagt haben. Das berichtet Transfer-Insider Gianluca Di Marzio. Demnach hat sich Mats Hummels gegen eine Zusammenarbeit mit dem Serie A-Club entschieden. Man konnte ihn wohl nicht überzeugen. Wohin es für ihn geht, das ist immer noch nicht so ganz klar. Es ist offen. Die Bild, die hat jüngst
jüngst berichtet, ein zweiter Club, der hat sich jetzt wohl tatsächlich gute Chancen ausgemacht. Dieser Club ist aber noch nicht so ganz bekannt. Es gab ja auch Gerüchte rund um eine Anstellung bei einem absoluten Brecherclub, nämlich bei Real Madrid. Das wäre natürlich ein ganz, ganz großer Hammer. Aber mal gucken, wo es jetzt für ihn hingeht. Bologna und damit auch Champions League Fußball, das war es wohl nicht. Ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir da aber auch bald nochmal mehr vermelden. Und dann sprechen wir doch nochmal über einen weiteren Transfer, nämlich Liverpool. Die wagen einen Vorstoß bei Mamardaschwili. Der wird vielen von euch noch etwas sagen, denn die Bayern waren auch an ihm interessiert. Das hatte jetzt Relevo berichtet. Der georgische Nationaltorhüter ist ja tatsächlich beim FC Valencia unter Vertrag und die Reds Liverpool, sie wollen ihn gerne verpflichten. Sie würden sogar mehr als 30 Millionen Euro bieten. Es gab auch schon ein Treffen mit den Verantwortlichen der Clubs. Allerdings ist es wohl tatsächlich so, dass er jetzt erstmal nicht sofort wechseln soll. Es ist eher so, dass man ihn jetzt wohl gerne schon verpflichten würde, ihn direkt wieder im Gegenzug an seinen aktuellen Club, an den FC Valencia verleiht und er dann im nächsten Jahr, wenn dann Alisson Becker wohl den Verein verlassen könnte, dann die neue Nummer 1 eben bei Liverpool werden könnte. Ein Szenario, was gar nicht mal so verkehrt ist, andersrum muss man sagen, Alisson Becker ist auch erst 31, also der kann auch noch ein paar Jahre eigentlich im Tor bei Liverpool spielen und auch, ob er dann wieder zu Valencia per Leihe zurückkehrt, ist auch noch nicht klar. Es gibt auch noch so einen Premier League Club, der sich ein bisschen an die Liga gewöhnt, das wäre The Bournemouth. Also mal gucken. Es gibt hier verschiedene Szenarien, die man hier betrachtet. Und verschiedene Szenarien, die man betrachtet, die gibt es auch bei Ilkay Gündogan, denn da sieht es so aus, dass er wohl tatsächlich den FC Barcelona nach nur einer Saison wieder verlassen wird. Grund ist natürlich die finanzielle Schieflage der Katalanen und jetzt gibt es wohl einen türkischen Topclub, der Interesse hat. Es gibt auch Al-Sadd aus Katar, die haben sich wohl auch schon mit den Beratern des 33-Jährigen getroffen, ein Angebot abgegeben, aber jetzt möchte wohl der türkische Traditionsclub Fenerbahce ihn sehr, sehr gerne holen. Dort könnte er unter Jose Mourinho trainieren und der soll, so berichtet es die AS, sehr stark an Gündogan interessiert sein. Der gebürtige Gelsenkirchner, der hat glaube ich auch nie einen Hehl drum gemacht, dass er wohl gerne noch mal in der Heimat seiner Eltern, nämlich der Türkei, spielen möchte. Hat eigentlich auch starke 18 Torbeteiligungen in 50 Partien für die Katalanen gesammelt, war dort unumstrittener Stammspieler, hat Champions League Fußball gespielt, war der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Also er bringt einiges mit, könnte dementsprechend definitiv die Truppe von Jose Mourinho in der türkischen Liga nochmal extrem verstärken. Es bleibt weiter spannend, wie es mit ihm weitergeht. Es sieht, stand jetzt zumindest mal so aus, dass er wohl den Verein verlassen wird. Das ist aktuell zumindest mal die wahrscheinlichste Lösung. Die großen Transfersummen, die wird man für ihn nicht mehr bekommen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Er hat aktuell noch einen Marktwert von 15 Millionen Euro, ist letztes Jahr ablösefrei von City zu Barca gewechselt. Wenn man hier 10 Millionen Euro bekommt, ist das, denke ich, noch in Ordnung. Er hat auch nur noch ein Jahr Restvertrag. Von daher gibt es hier eigentlich keine großen Verhandlungsansätze. So sehe ich es. Wie seht ihr es? Eure Meinung in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dann, Leute. Ciao.